Hallo, mein Name ist Simon Dückert von der Cognion Akademie in Nürnberg und dieses kleine Video ist eine Einladung zum ersten LernOS Camp, das am 25. Juni 2019 in München stattfinden wird. LernOS ist ein Projekt der Cognion Akademie, wo wir versuchen, im Zeitraum 2016 bis 2022 Erfahrungen aus den Bereichen Wissensmanagement und lernende Organisationen in einem geschlossenen Ansatz auf den Ebenen Individuum, Team und Organisation zusammenzufassen. Die Cognion Akademie ist 2001 gegründet und seitdem haben wir eine Vielzahl von Projekten im Bereich Wissensmanagement und lernende Organisationen gemacht. Zum Beispiel das Thema Expert Debriefing zur Wissensbewahrung bei Audi und Volkswagen, bei Schaeffler auch Expert Debriefing, Wissenslandkarten, Wissensstrategien, das Wiki, die Verknüpfung von Wiki mit Intranet, Communities of Practice, Lessons Learned. Der Adidas Learning Campus ist vielleicht den einen oder anderen als Projekt im Begriff, die Einführung sozialer Medien bei Audi. Also gab es eine ganze Menge Projekte, in denen wir natürlich viel Erfahrungen gesammelt haben, immer zu Einzelthemen. Soziale Intranets, Enterprise Social Networks, Enterprise Wikis, Wissenslandkarten, Wissensbewahrung in verschiedenen Facetten, das ganze Thema Lernen 2.0, informelles Lernen, Blended Learning, persönliches Wissensmanagement, Working Out Loud, Lessons Learned, also ganz viele Einzelthemen. Und in dem Ansatz LernOS, den wir unterschrieben haben mit Betriebssystem für lebenslanges Lernen und lernende Organisationen, versuchen wir jetzt, diese Einzelthemen in einem geschlossenen Ansatz zusammenzubringen und in Form von offen verfügbaren Leitfäden zu dokumentieren. Das Projekt haben wir 2016 mit unserem 15-jährigen Geburtstag gestartet. Hat eine Laufzeit von 2x3 Jahren. In den ersten 3 Jahren versuchen wir mal, die Grundstruktur rauszuarbeiten. In den zweiten 3 Jahren, die dann sozusagen zu vervollständigen, zu verfeinern, sodass spätestens 2022 ein voll dokumentierter Ansatz vorliegt. Die ersten Leitfäden sind aber schon erschienen. Letztes Jahr, 2018 im Herbst, der LernOS for You Leitfaden, ein Ansatz des persönlichen Wissensmanagements, der Elemente von Scrum, Objective Key Results, Getting Things Done und Working Out Loud zusammenbringt. Unsere Expert-Debriefing-Methodik haben wir in so einem Leitfaden veröffentlicht. Ein Leitfaden für Podcasting ist schon erschienen. Und gerade in der Mache ist ein Leitfaden LernOS für Organisationen, der im Prinzip einer ganzen Organisation eine Hilfestellung gibt, wie ich dort mich organisieren kann, aufbauend auf dem Dual Operating System von John Kotter, also der Parallelität von Hierarchie und Netzwerk und dem Einsatz einer sogenannten Guiding Coalition und von Guide-Netzwerken. Dann wird es einen Leitfaden geben für das Thema Barcamp-Organisation, für das Thema Community-Management. Und besonders freut uns, dass auch schon der erste Leitfaden aus der Community kommt. Es hat sich eine Gruppe gefunden rund um den Karl Dahmke, die einen LernOS-Leitfaden für Sketchnoting entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass der professionelle Umgang mit Wissen und Lernen in einer Organisation dort nicht in einer Abteilung verankert sein kann, sondern dass es ein interdisziplinäres Netzwerk von Akteuren braucht. Wir brauchen Leute natürlich aus dem HR- und Weiterbildungsbereich, wir brauchen Leute aus der IT, wir brauchen Leute aus der Kommunikation, wir brauchen Leute, die aus dem Bereich Agilität kommen, Leute aus Wissensmanagement oder Innovationsmanagement-Abteilungen und noch viele mehr. Um die Bildung solcher Netzwerke und Guiding Coalitions zu unterstützen, ist das LernOS Camp keine klassische Business-Konferenz, wo sich eine der Disziplinen trifft, davon gibt es aus unserer Sicht schon genug, sondern es ist eine Plattform, ein Treffpunkt für eine Community, wo all diese Disziplinen zusammenkommen können, sich austauschen können und vor allen Dingen auch weitere gemeinsame Aktivitäten in der Zukunft planen können. Das Format haben wir deswegen so gewählt, dass es früh erstmal einige Impulse gibt zum Überblick von LernOS zu Einzelthemen. Johannes Müller von WorkPath wird zum Thema Objective Key Results was erzählen. Heinz Eretkams von Agilin wird was erzählen zu Agilität und Scrum. Die Petra Hock von Audi wird dabei sein, wird zu Working Out Loud Erfahrungen berichten. Und der Tobias wird dabei sein, der was zu Getting Things Done erzählt. Also auch für diejenigen, die einsteigen, noch nicht so tief in LernOS stecken, wird es eine Möglichkeit sein, dort tiefer einzutauchen. Dann gibt es auf der einen Seite, wie ihr das vielleicht von Barcamp kennt, Sessions, die ihr zum Teil vorher schon einreichen könnt, die zum Teil vor Ort im klassischen Barcamp-Format gepitcht werden. Und es gibt sogenannte Community Assemblies, wo Teil-Communities zu Einzelthemen die Chance haben, sich den ganzen Tag über auszutauschen und zusammenzuarbeiten.
Da wird zum Beispiel Harald Schirmer die VUCA Rockers Assembly machen. Den kennt der eine oder andere von Continental vielleicht. Leonid vom Firmenfunk-Podcast ist dabei. Der wird einen Podcasting-Tisch dort machen. Petra Hock wird eine Working Out Loud Assembly machen, wo Erfahrungsaustausch zu WOL möglich ist. Also das soll dazu dienen, dass sich einfach auch über Vorträge oder reine Barcamp-Sessions hinweg sich dort Community und Zusammenarbeit entwickeln kann. Wie könnt ihr teilnehmen? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt als ganz normale Teilnehmer vor Ort, bucht euch ein Einzelticket. Das geht unter cognion.de/loscamp. Dort findet ihr all die Informationen. Wenn ihr in einer Organisation seid, die ein bisschen tiefer eintauchen will in LNOS, die vielleicht auch in Zukunft an der Weiterentwicklung mitgestalten will, gibt es die Möglichkeit, als Organisation LNOS Supporter zu werden. Findet ihr auch auf der Webseite den Flyer. Dann habt ihr über das Camp hinaus die Möglichkeit, mit einem Stellvertreter in den Calls des LNOS-Beirats dabei zu sein, wo im Prinzip besprochen wird, was die Schwerpunktthemen für die Weiterentwicklung sind. Schaut euch die Webseite einfach mal an. Meldet euch an, wenn ihr Kollegen, Freunde, Bekannte habt, für die das Thema LernOS interessant sein könnte. Sagt es weiter, leitet die Info weiter. Und ich freue mich drauf, dass wir uns dann hoffentlich am 25.06. in München zum LernOS-Camp sehen.